Hallo und herzlich willkommen bei 737 Adventure. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie man bei der FMC Wegpunkte eingeben kann, die in der Database gar nicht drin sind. Wenn jetzt der Lotse zum Beispiel sagt, dass wir zu einem Punkt hinfliegen sollen, der von Rhodes aus gesehen mit 240 Grad liegt und mit 22 Meilen, dann können wir das einfach so in die FMC eingeben. Wir nehmen uns den Punkt Rhodes in das Scratchpad und schreiben dahinter die 240 Grad slash 22. Das ist jetzt der Punkt Rhodes, Peilung 240 Grad, 22 Meilen. Und ja, wenn wir den nach Würzburg fliegen sollen, setzen wir den einfach hier auf Rhodes drauf, drücken auf Execute und fliegen jetzt nach Würzburg zum Punkt Rhodes 240 mit 22 Meilen. Ja, da ist dann noch eine Unterbrechung drin. Da ist dann die Frage, ob man danach wirklich dann noch nach Rhodes fliegen soll oder ob man von da aus dann nach Oleto fliegen darf. Da muss man dann gegebenenfalls dann die Lücke anders schließen, dass das Routing wirklich so ist, wie man das fliegen soll. Was können wir noch machen? Sogenannte Along Track Waypoints. Wenn jetzt der Lotse sagt, wir sollen 10 Meilen vor Bombi in Flugfläche 200 sein, dann können wir das so eingeben: Bombi slash minus 10. Das bedeutet, der Punkt auf der Route, aber 10 Meilen vor Bombi. Achtet mal drauf, hier ist Bombi. Wenn ich das jetzt auf Bombi setze, Execute, dann haben wir hier einen Punkt, der ist 10 Meilen vor Bombi auf der Strecke. Ich gehe mal kurz näher ran, dann kann man das besser sehen. Der wird dann von der FMS weiter durchnummeriert. Das ist der erste synthetische Punkt, den wir eingeben. Da ist das BOM 01. Und wenn wir da jetzt in Flugfläche 200 sein sollen, können wir da ganz normal mit der FMC eingeben: Flugfläche 200, Execute. Und dann kann man das in VNAV abfliegen. Man bekommt ein Top of Descent angezeigt, wann man die Reiseflughöhe verlassen muss, um diese Limitation zu erfüllen. Nehmen wir das mal wieder raus. Wir können genauso gut sagen, wir möchten gerne einen Punkt haben, was weiß ich, 15 Meilen hinter Bombi. Dann nehmen wir Bombi in Scratchpad. Slash, dann hinter Bombi ist also plus 15, zweimal auf plus minus drücken, 15 und setzen das wieder auf Bombi und bekommen dann hier einen Punkt 15 Meilen hinter Bombi. So kann man Punkte definieren, die in der Database nicht drin sind. Das passiert häufig, dass der Lotse sagt, be at level 5 miles prior oder be at level 10 miles after. Das kann man dann so eingeben und dann auch in VNAV abfliegen und sich Top of Descent dann ausrechnen lassen. Ja, machen wir noch ein Beispiel mit der Peilung. Schauen wir uns mal kurz an, wie der weitere Routenverlauf hier ist. Nehmen wir mal den Punkt Oleto. Wenn die Flugsicherung sagt, wir sollen from present position, also jetzt sofort, Oleto Peilung 30 Grad mit 10 Meilen fliegen. Da sind wir bei Oleto. Dann 30 Grad mit 10 Meilen geben wir einfach so ein. 0, 3, 0 mit 10, also slash 10. Nehmen den Punkt gleich on top, weil wir da direkt hinfliegen sollen und drücken auf Execute. Dann fliegen wir da jetzt hin. Ja, die Discontinuity, die muss man dann noch schließen. Da passt dann, dass man da Dosel dahinter setzt. Nehmen wir einfach Dosel in Scratchpad und setzen das hinter den Oleto 01 Punkt. Und damit ist dann die Lücke geschlossen mit Execute. So, und abschließend möchte ich euch noch zeigen, wie man in die FMC direkt Let-Long-Position eingeben kann. Falls es mal einen Wegpunkt gibt, den man nicht in der Database drin hat, oder falls man auf einem Sonderflug ist, wo man bestimmte Punkte abfliegen muss, da kann man die Position auch direkt als Wegpunkt eingeben. Nehmen wir mal als Beispiel, wir sollen zu einem Punkt fliegen, Nord 49 Grad und 37,8 Minuten und Ost 6 Grad, also 006 und 27,9 Minuten. So, das ist der Punkt, den können wir jetzt hier on top nehmen oder irgendwo in der Flugplanliste einfügen, das ist egal, das funktioniert. Drücken auf Execute und dann sieht man, dass die FMC an dem Punkt dann wirklich einen Wegpunkt einfügt, den man noch abfliegen kann. Ja,
das war schon, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, das war interessant. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.